So, hallo. Ich war gerade wieder mal in meiner Arbeit. Wie schon so oft gesagt, arbeite ich ja in einem großen Klinikum. Und war dort im Personalmanagement, die alte Bezeichnung Personalverwaltung, tätig. Und ich hatte jetzt so die letzte Veranstaltung mit unserem Personalchef. Der hat uns über die anstehende Corona-Impfpflicht am 16.03. informiert. Da sind Gerüchte aufgekommen von anderen Kliniken, dass wer nicht geimpft ist, dann gekündigt wird. Das sei seiner Meinung nach nicht rechtens und das sei auch nicht rechtens. Es wird aber so ablaufen, dass der Betrieb dann die Ungeimpften erstmal melden muss dem Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt muss diese Personen zu einer Anhörung einbestellen und ihnen dann gegebenenfalls eine Impffrist setzen. Wenn dies nicht eingehalten wird, dann wird ein zweites Gesprächstermin anberaumt und danach festgelegt, ob jemand ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen bekommt oder nicht. Bis dahin könnt ihr weiterarbeiten. So ich das verstanden habe. Die Gesundheitsämter selber wissen noch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, wie sie das organisieren sollen. Hier, ich sage jetzt mal in Ramm-Regensburg, 2000 plus Personen zu einem Gespräch einzubestellen und das auch noch zeitnah, das wird wohl kaum möglich sein. Falls ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen wird, dann kann der Arbeitgeber euch ohne Bezüge freistellen. Da wir eine begrenzte Impfpflicht haben, kann er das aber nicht unbegrenzt lange, nur bis zum Ablauf der Impfpflicht und das ist der 31.12.2022. Dann könnt ihr wieder einen neuen Arbeitsplatz, sofern die Regierung diese Maßnahme nicht verlängert, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Also diese ganze Panikmache um die Impfpflicht im Gesundheitswesen ist eine Panikmache, damit möglichst viele Leute sich impfen lassen. So sehe ich das mittlerweile. Mein Arbeitgeber hat mir auch signalisiert, dass das wohl länger dauern wird, bis die Gesundheitsämter da jeden einzelnen Fall diskutiert und beschlossen haben. Tja, und was dann rauskommt, ob danach, wenn man sich dann trotz der Tätigkeitsverweigerung, ja, man darf nicht mehr rein, aber kriegt auch keine Bezüge, ob dann die Personalverwaltungen noch weitere Schritte unternehmen, ist mehr als fraglich. Also an alle, die nicht willig sind, sich impfen zu lassen, wie ich selbst auch, Kopf hoch, wird schon gut gehen. Ich sehe den Termin beim Gesundheitsamt optimistisch entgegen. Zumal ich den besonderen Vorteil habe, ich arbeite jetzt schon in einem Homeoffice-Platz und der Arbeitgeber hat intern sogar ein Papier rausgegeben, das mir mehr oder weniger ein Recht auf 100%iges Homeoffice geben wird. Als Glück haben natürlich nicht die Leute, die mit Basalatmen zu tun haben oder Leute, die als Putzkraft jetzt dann wirklich vor Ort sein müssen oder Pfleger, die leider die Angehörigen pflegen oder die unsere Angehörigen pflegen. Hut ab dafür, denn die trifft es doppelt hart. Die haben den Job ja auch mal angefangen, weil sie helfen wollen und jetzt werden sie indirekt gezwungen, sich einer Prozedur zu unterziehen, die sie gar nicht wünschen. Was ihr aber auf keinen Fall tun solltet, ist selbst zu kündigen, euch nötigen zu lassen, zu kündigen, denn das werden sie sicherlich versuchen, um eure Stelle neu zu besetzen. Denn während ihr freigestellt seid, für ein paar Monate, können die eure Stelle nicht so ohne weiteres neu besetzen. Und damit entsteht akuter Personalmangel vor Ort. Also, ja, nicht selbst kündigen, keinen Auflösungsvertrag, nicht dazu irgendwie bringen lassen, dass man sagt, man will ja da nicht mehr arbeiten. Bleibt hart, bleibt stark. Bis zum nächsten Mal.